Alright Guys, wir sind wieder back und heute zeige ich euch Fehler, die ihr nicht machen wollt. Falls euch sowas in der Richtung gefällt, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Das würde mich mega unterstützen und freuen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten an. Und zwar gibt es bei dem Stärken etwas sehr Wichtiges, was ihr beachten müsst. Wenn ihr dieses sehr, sehr wertvolle Item habt, dann bitte verschwendet das nicht an irgendeinem random Charakter, den ihr wahrscheinlich nicht spielen werdet. Denn dieser Charakter verleiht euch ein Dupe. Was ist ein Dupe? Ein Dupe ist eine Kopie eines Charakters, wenn ihr ihm das zweite Mal pullt. Ja, das ist so, als wenn ihr halt zwei SSA, einen zweiten SSA pullt von dem gleichen Charakter. Wenn ihr dieses Item habt, für alle. Ja, verschwendet das auf keinen Fall und use das nur bei Charaktern, wo ihr wisst, ihr werdet den sehr, sehr lange spielen. Weil die bekommen einen sehr, sehr hohen Boost, 400 und 200. Und das nennt man halt den Dupe System. Man kann maximal 5 Dupes haben und bitte verschwendet das nicht. Wie zum Beispiel gebt den nicht Charlotte oder irgendwelchen anderen Müllcharaktern, die das auf jeden Fall nicht verdient haben, geduped zu werden. Aber bevor das Ganze weitergeht, ich nehme ein paar Tipps aus dem Black Clover Community Discord. Also wenn ihr da Hilfe braucht, reinjoinen wollt, mit einem anderen ein bisschen austauschen wollt, so was die denken, was der beste Charakter ist, da könnt ihr alles machen. Und da gibt es auch einen sehr, sehr guten Guide. Ich trage hier ein paar vor, denn die sind sehr, sehr hilfreich. Und ja, wenn ihr wollt, joint den Ganzen, ist auf jeden Fall sehr cool. Und wenn ihr anfangt, Rüstung zu grinden oder diese Artefakte hier, dann macht es am besten nur bei dem Roten. Dann bleiben wir direkt bei den Items, denn die ganzen Items haben eine prozentuale Chance zu droppen. Die grünen hier, also in dieser Stage, das ist die erste, das nehme ich hier als Beispiel. Die grünen hier sind viel häufiger als die blauen, aber ihr wollt halt die blauen. Und das immer im übertragenen Sinne auf UR und LR Equipment. Wollt ihr diese Items hier benutzen, wenn ihr grindet? Ich würde sehr empfehlen, nicht ohne diese Sachen zu grinden, denn die geben eine plus 10% Drop Rate von Rüstung und das wollt ihr auf jeden Fall haben, wenn ihr schon grindet, dann mit diesen Items, was euch hilft, viel besseres Equipment zu bekommen, weil ich kann euch eins sagen, ich bin JP-Spieler und LA Ausrüstung gedroppt zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. Also was lernen wir daraus? Am besten nur mit diesen Items hier grinden, wenn möglich auf jeden Fall. Dann kommen wir direkt zum nächsten, denn im Shop könnt ihr hier im, ich glaube das war, nee, das war nicht hier, im Allgemeinen die hier immer kaufen, denn Gold ist nicht so schwer zu bekommen und ihr werdet wahrscheinlich meistens fast nie in Goldmangel geraten, deswegen kauft ihr die EP-Tränke, um denn, ja, EP haben oder nicht haben, würde ich sagen. Dann gehen wir bei Magierteile und ich glaube bei Wachstum könnt ihr gegen R-Dupes, denn das sind die Dupes, ich habe euch gerade erklärt, das sind Dupes, die ihr halt bekommen habt, weil ihr einen Charakter nochmal gepult habt. Ja, ihr habt diesen Charakter, aber ihr habt ihn nochmal gepult, das heißt, ihr bekommt diese Steine. Das nennt man R-Dupes. Und die könnt ihr hier gegen Gegenstände eintauschen. Ich würde empfehlen, die nur gegen hier einzuwenden, denn Rare sind komplett ass, also diese gewöhnlichen, also ihr werdet die nie spielen, trust me. Da müsst ihr euch entscheiden, wenn ihr das machen wollt, die sind ein bisschen seltener, da müsst ihr euch wirklich ja, entscheiden, ob ihr das machen wollt wegen Ausdauer, aber 200 Ausdauer ist schon sehr viel und das summiert sich auch, also kein Tag verpassen, indem ihr das nicht kauft, ich mache das auch mal direkt, boom, dann mache ich mal diesen Typen hier und habe ich schon 320 Stamina. Schon nice. Und das könnt ihr jeden Tag machen. Hier oben steht auch die Zeit, wo es resettet. Dann kommen wir zum letzten Tipp. Das ist jetzt kein Anfängerfehler, denn ich möchte euch einfach nur helfen. Wenn ihr hier auf dieses Icon drückt und dann runterscrollt auf Gutschein einlösen, könnt ihr zwei Codes gerade einlösen. Ihr müsst hier nur kurz hier draufklicken. Stimmt, davor müsst ihr euren Konto-ID. Ich zeige euch mal, wo die ist. Denn die ist hier auf oben links und dann hier auf dieses Icon kopieren drücken. Dann könnt ihr wieder auf diesen Button drücken. Scrollt ihr nach unten, Gutschein einlösen. Boom. Macht gedrückt.
fügt es ein. Und boom. Jetzt gibt es zwei Gutscheincodes. Ich zeige die euch mal alle. Der erste Code ist Black Clover Mobile Gacha Gaming. So, Black Clover Gacha Gaming. Dann einfach bestätigen drücken. Ich habe das schon gemacht, deswegen mache ich das nicht. Dann gibt es noch Global, alles groß geschrieben. Launch on 11/3. Und dann, also 11.30. Und dann bestätigen drücken. Und dann bekommt ihr ganz nice Rewards. Beim Black Clover Gacha Gaming ist das 7 SSR XP Items, 100 Black Crystals und 77.777 Joule. Und beim zweiten, beim Global Launch, sind das 150 Black Crystals. Das heißt, ihr bekommt 250 Black Crystals nur durch die Codes. Also einfach eingeben und ihr seid good to go. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und dann würde ich sagen, tschüss.